Hallo, Armin Staudt, und weiter geht es mit unserem Aktionskrimi. Das sage ich jetzt deswegen, weil wenn ich mir die Videos nachher nochmal angucke, wirkt das jetzt wie so eine billige amerikanische Serie, weil ich dann immer, sagen wir mal, es bis zum Höhepunkt mache, ja, und dann sage ich, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann guckt euch das nächste Video an. Aber ich sage euch Folgendes, ich habe ein paar längere Videos aufgenommen, indem ich halt das alles ein bisschen detaillierter und komplexer erklärt habe. Aber da komme ich von Hölzchen aufs Stöckchen, weil letztendlich gibt es so viele Probleme und Hintergrundwissen, die mit diesem Problem zu tun hat, dass ich mir das echt schwer fällt, das so logisch darzustellen, ja, weil ich nämlich hier kein Skript liegen habe, sondern ich mache das immer frei und ungeschnitten. Das ist mir wichtig, weil meine Fehler, aus denen lernt ihr ja auch was, ne? Und das heißt, ich mache Fehler, löse die und dann habt ihr was gelernt. Aber wenn ich euch immer nur zeige, wie 1, 2, 3, 4, 5, wie das funktioniert, dann müsstet ihr quasi mitschreiben oder immer auf Pause gehen und es dann bei euch zu Hause nachmachen. Aber ihr sollt das Ganze ja auch verstehen. So, jetzt waren wir ja. Unser letzter Zustand, den habe ich jetzt nicht mehr, weil ich eben ein bisschen rumprobiert habe. Aber der letzte Zustand, den kann ich jetzt wieder herstellen, indem ich einfach die Aktion ablaufen lasse. Und es passieren halt unvorhergesehene Dinge. Ja, das heißt, B2-Auswahl, der Transformieren-Dialog ist weg. Ach genau, das Thema ist jetzt, wie schaffe ich es, pixelgenau ein Bild zu platzieren? Aber dafür müssen wir erstmal folgende Voraussetzungen schaffen. Wir haben hier ein 72 dpi Layout, ja, mit bestimmten Ausmaßen, eben diese 1900 mal 1200. Und unser Bild, was wir bearbeiten, das muss dieselben Parameter haben, nämlich auch 72 dpi, ja, und die Arbeitsfläche muss dann 1900 mal 1200 sein. Wenn die dpi-Zahl nicht stimmt, also die Auflösung nicht stimmt, ja, dann wird das Bild anders verrechnet. Das heißt, es können sehr unvorhergesehene Dinge beim Platzieren passieren. Ja, das heißt, dass wir jetzt unsere Datei erstmal richtig vorbereiten müssen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf F12 und jetzt ist so: Hintergrund einstellen, die Ebene benennen und die Arbeitsfläche ändern. Aber bevor ich die Arbeitsfläche ändere, muss ich die Auflösung ändern. Und die kenne ich nicht. Ja, ich weiß zwar, dass dieses Bild jetzt 300 hat und das andere 72, aber in meiner Testumgebung, in diesem Zufallsordner, gibt es auch Bilder mit 186er Auflösung oder sowas. Irgendwie so ein krummes Zeug. Stellt euch vor, ihr habt einen Kunden, der schickt euch Bilder. Ihr habt ihm zwar gesagt, was ihr haben wollt, aber der schickt euch was ganz anderes. Also steht ihr plötzlich da. Wie geht ihr jetzt mit diesen verschieden aufgelösten Bildern um, die alle nicht so richtig stimmen? Und das heißt, entweder habt ihr so eine sophisticated Action, die wir jetzt gerade hier schreiben, oder ihr löst das Ganze halt in Lightroom, indem ihr die Bilder halt korrekt exportiert. Okay, aber wir wollen das ja jetzt in dieser Aktion lösen, deswegen müssen wir jetzt erstmal die Auflösung einstellen. Das heißt, dass wir hier den Schritt nach dem, also der Schritt vor dem, was wir jetzt aufnehmen wollen, den markieren wir. Dann nehmen wir auf, gehen hier auf Bildgröße, ja. Und jetzt ist ganz wichtig, dass Neuberechnen nicht angestellt ist. Ja, das heißt, das Bild selber will ich jetzt gar nicht verändern. Ich will nur die Auflösung verändern. Und wenn ich die Auflösung verändere und es nicht neu berechne, ändert sich an dem Bild überhaupt nichts. Ja, die Pixelmaße bleiben genau die gleichen. Und das ist jetzt wichtig. Ich will jetzt nichts anderes machen, als die richtige Auflösung einzustellen. Das ist alles. Ich will das Bild nicht in seiner Größe verändern. Zack. Und das war's. Okay? Das ist eine ganz wichtige Sache. So, und jetzt gibt es, habe ich ja gesagt, nur zwei Möglichkeiten, die ich in Photoshop gefunden habe, mit der man pixelgenau eine Ebene verändern kann und wo man dann halt auch Pixel eingeben kann. Weil, wie gesagt, beim Transformieren-Dialog geht das ja nur in Prozenten. Das heißt, die erste Möglichkeit, an die man natürlich denkt, weil die kennt jeder, ist, dass wir jetzt das zweite Mal die Bildgröße aufnehmen, aber diesmal ändern wir die Ebenengröße. Ja, aber das sollten wir erst machen, wenn wir die Arbeitsfläche verändert haben. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie es richtig ist. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal ablaufen. Ja. Und jetzt, das ist jetzt unser Endzustand, wo das schon platziert ist. Und jetzt ist auch Bild 2 schon markiert. Das ist ja ein großer Vorteil. Da wir Bild 2 jetzt skalieren wollen, könnten wir jetzt einfach als letzten Schritt die Bildgröße, also ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier draufgeklickt, die Bildgröße einstellen. Und jetzt würden wir in diesem Moment auf Neuberechnen gehen. Hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler und stelle das hier auf Pixel ein und nehme ich 500. Ja? So, das ist jetzt, jetzt muss ich natürlich immer unterscheiden. Ist das ein Querformat? Es ist ein Querformat. Ne? Also im Moment sind wir noch dabei, Quer, Hoch und Quadrate zu unterscheiden. Ja, aber das können wir nachher auch noch lösen. Das zeige ich euch dann in 3 Wochen. Okay, ich klicke auf OK und das hat nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Ich habe die Bildgröße verändert,
Das heißt, dass ich alles verändert habe, auch die Arbeitsfläche. Ja, also das funktioniert nicht, das ist Blödsinn. Das heißt, ich muss diesen Befehl machen, bevor ich die Arbeitsfläche verändere. Das haben wir eigentlich eben schon mal verstanden. Jetzt habe ich es gerade mal wieder nicht verstanden. Ja, das heißt, wir müssen jetzt noch mal auf F12 gehen. Und wenn wir jetzt eine Aktion ablaufen lassen wollen bis zu einem bestimmten Schritt, ja, das mache ich jetzt einfach auch mal, um diesen Trick zu zeigen, dann nehmen wir diese Häkchen weg und nur da, wo Häkchen gesetzt sind, läuft auch eine Aktion ab und die anderen werden einfach nicht ausgeführt. Das ist sehr praktisch. Damit kann man quasi auch Aktionen schreiben, wo ich ab und zu mal den einen oder den anderen Schritt ein- oder ausschalte. Dazu muss man die natürlich selber gut kennen. Am besten hat man die selber gemacht. Okay, wir lassen das jetzt mal ablaufen bis zur Bildgröße. Ja, es ist ja nichts passiert. Okay, bis jetzt. Außer wir haben die Auflösung verändert. Das können wir ja überprüfen. Aha, die Auflösung ist auf 72. Und jetzt müssen wir im zweiten Schritt, das können wir nicht in einem Schritt machen, ja, weil wir müssen jetzt im zweiten Schritt die Bildgröße nochmal verändern. Das heißt, ich nehme das auf, gehe auf meinen Bildgrößendialog und diesmal ist wichtig, dass Neuberechnen an ist und gehe hier auf 500 Pixel. Da es ein Querformat ist, es ist, glaube ich, ein Querformat, oder? Ja, es ist ein Querformat, breite Seite 500 Pixel. Ja, in diesem Zustand, wenn wir hiermit arbeiten, müssen wir zwischen Quer-, Hoch- und Quadratenformaten unterscheiden. Ja, und das können wir aber auch noch lösen. Das heißt, wir brauchen später die Unterscheidung nicht mehr. Ich will nur mal zeigen, wie man es normalerweise machen würde. Jetzt klicke ich auf OK. Und jetzt hat es die richtige Größe und jetzt kann ich auch die Arbeitsfläche verändern, oder? Ach so, es wird noch aufgezeichnet. Siehst du, das vergesse ich immer. Ich kann hier einen Doppelklick drauf machen und kann das ausführen. Ja, ich kann aber auch einfach die ganze Aktion noch mal ablaufen lassen. Ich gehe auf F12, lasse die ablaufen. Ja, und siehe da, es hat funktioniert. Das Bild ist auf 500 Pixel, es ist aber noch nicht ausgerichtet. Das kann ich natürlich jetzt im nächsten Schritt machen, weil ich kann zwar nicht pixelgenau skalieren mit dem Transformationsdialog, aber ich kann pixelgenau platzieren. Und dafür muss ich halt den Mittelpunkt kennen. Und den Mittelpunkt habe ich mir falsch aufgeschrieben in dem letzten Tutorial. Ich mache das jetzt einfach mal händisch. Das heißt, wir nehmen das auf, gehen mal auf ganze Ansicht, gehen auf den Transformieren-Dialog. Diese Werte kenne ich jetzt nicht, weil ich mir die falsch aufgeschrieben habe. Ihr macht das natürlich anders. Ihr schreibt euch die richtig auf. Wo ist der Mittelpunkt von diesem Quadrat? Und dann tippt ihr das da oben ein. Ja, das macht man natürlich, so macht man das nicht. Ja, so wie ich das jetzt mache, dass ich hier das händisch einsetze. Das weiß ich jetzt aber nicht, wo das sitzt. Das wisst ihr aber und dann macht ihr das, okay, und dann sitzt es schon da. Wunderbar. Machen wir das aus. F12. Ja, das geht immer so weiter. F12 und nochmal neu ausprobieren und so weiter und so fort. Hat funktioniert. So, jetzt schauen wir doch mal, ob das auch für dieses Bild funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Hat nicht funktioniert. Okay. Mit diesen Transformationsdialogen, da könnt ihr euch einen Wolf suchen, ja, bis ihr dann Fehler gefunden habt. Ich nehme jetzt einfach mal ein beliebiges anderes Bild, lasse es ablaufen. Ja, das müsst ihr natürlich jedes Mal müsst ihr das neu überprüfen, okay, ob das funktioniert hat oder nicht. Es gibt aber eine viel einfachere Möglichkeit, das Bild in seiner Größe zu verändern und auch in seiner Position zu verändern. Das mit der Größe machen wir jetzt, das mit der Position machen wir im nächsten Video. Das heißt, dass wir jetzt erstmal diesen Schritt wieder löschen. Ja, und das löschen wir auch wieder, weil das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und jetzt haben wir gesagt, okay, hier ist die Auflösung und jetzt wollen wir es pixelgenau einstellen. Jetzt gehen wir erstmal auf F12. Ihr seht schon, das ist eigentlich völlig egal, mit welchen Bildern ich arbeite, weil das soll ja für alle Bilder funktionieren, ne? So. Und jetzt gibt es einen Befehl. Ich hoffe, ich finde den jetzt, weil den habe ich noch nie im Leben benutzt. Aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Das muss noch aus Photoshop 2.0 stammen oder so. Ja, mir geht hier unter Automatisieren und Bild einpassen. Ja, und zwar hat dieser Dialog offenbar den Vorteil, wenn ich jetzt hier eine Breite auf 500 und die Höhe auf 500 eingebe. Ja, man sollte vielleicht meinen, dass das Bild dann quadratisch ist hinterher. Nee, nee, der macht das wirklich lange Seite. Ja, der sucht sich die längste Seite und macht die auf 500. Okay, das funktioniert. Ja, so, fertig. Okay, und jetzt gucken wir mal. F12. Ja, können das ja überprüfen mit T 500, ja, proportional verändert. Okay. Und jetzt ist es auch völlig egal, ob das ein Quadrat ist oder, warte mal, jetzt hatten wir nur Hochformate bis jetzt, ne? In der Querformate, das sind alles Querformate. Das Querformate, jetzt holen wir uns mal ein Quadrat. Wo sind die Quadrate? Ich glaube, die sind hier irgendwo. Ja, da ist ein Quadrat. Probieren das mal aus. Schwuppsdiwupps. Transformieren Dialog 500 mal 500. Okay.
Hä? Jetzt brauchen wir noch ein Hochformat. Hochformat. Aktion ablaufen lassen. Befehl T. 500 mal 333. Okay. Ist das nicht geil? Das ist ein Trick, der ist, ich meine, jemand, der wirklich mit Aktionen arbeitet, für den ist das wie das Himmelreich, ja? Weil wenn ihr mit diesem blöden Transformationsdialog arbeiten müsst, dann habt ihr ständig immer nur Fehler. Das funktioniert alles nicht richtig und ihr wollt ja wirklich, dass es für alle Bilder funktioniert. Jetzt müssen wir das nur noch ausrichten. Das Ausrichten, das machen wir dann im nächsten Video.